Ja, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Assassin's Creed 3 mit dem Tobi von GOP. Im letzten Part haben wir uns ja hier ein bisschen durch die Gegend geshoppt und haben uns hier eine... Sehr hässlich. Ich habe mir hier so eine schöne Montur gekauft, so ein bisschen braun mit blau und sowas. Und ich würde sagen, mein PC ist mal wieder ein bisschen am Verkacken, oder? Es geht. Ich finde auf jeden Fall, dass diese Montur eigentlich ganz cool aussieht. Wir sehen ein bisschen dreckig aus, als ob wir dreimal uns durch den Schlamm gewälzt hätten und sowas. Aber es war eigentlich ganz schön. Wir haben ja auch noch die anderen Monturen. Habe ich mir alles gekauft, weil wir ja dick Cash eingeearnt haben. Wir haben ja so irgendwie 7500 Goldkiste oder sowas gefunden. Ich habe keinen Plan. Auf jeden Fall finde ich das eigentlich hammergeil. Und jetzt denke ich, watscheln wir einfach mal dahin, wo wir auch herkommen. Denn zur nächsten Mission. Weil ich denke, es ist mal wieder in der Zeit, ein wenig missionmäßig was zu tätigen hier in dieser hammergeilen Spielewelt von Assassin's Creed 3. Ja. Ja, wir laufen hier auf jeden Fall an einer großen Menschenmenge dran vorbei, die höchst interessant ist und die sich gegenseitig grüßen. Wie schön, ach, wir zwiebeln uns hier einfach ganz schnell ein Pferd ab und dann sind wir eh viel schneller unterwegs. Aufsitzen mit Leertaste, ich bin immer noch von Brotherhood gewohnt, das mit... Aha. Okay, schön. Boston, Südbezirke, unbestritten. Schön. Okay, also hier gibt es auf jeden Fall ein paar Aussichtstürme, die wir theoretisch bunkern könnten. Aber da ich da im Moment keinen Bock zu habe... Okay, die ist aus der Luft gespawnt. Wie geil ist das denn? Ich habe gedacht, die ist... Hier glitschen die aber heute aber so richtig. Okay, merkwürdig. Naja, okay, hier sind die ganzen kleinen Hippies von den bösen Gangstern hier. Da könnte ich theoretisch auch ein bisschen drum aufräumen, aber ich habe Angst, dass da dann so viele kommen und wir dann einfach maßlos sterben. Nein, ich habe jetzt keinen Bock auf dich. Stirb einfach. Ich habe jetzt keine Lust. Warte. Ja, genau. Ist doch richtig. Ah, okay. Hm. Also wir hätten es theoretisch machen müssen, aber ich habe es jetzt einfach nicht gemacht. Ich bin ein böser Mensch, oh mein Gott. Scheiße. Ah, ein Auftragsattentat. Ein Auftragsattentat. Nein, dem Typen will ich jetzt auch nicht helfen. Ich will jetzt einfach zur nächsten Mission. Ah, cool, wir haben wieder einen Mann umgerannt. Also die Frau ist wirklich weggespawnt. Mein Gott, ist das merkwürdig hier. Ein bisschen schäbig. Wo müssen wir eigentlich hin? Ich habe keinen Plan. Hüpf, Herdchen, hüpf und dreh auf. Okay, mein PC, komm wieder runter, bitte. Komm wieder runter, ich habe auch Gefühle. Bitte, nein, tu es mir nicht an. Nein, egal. Okay, also wir sind jetzt hier auf jeden Fall auf dem weiten Weg unterwegs. Ich glaube, ich könnte hier einfach mal auf der Karte gucken, wo wir überhaupt hin müssen. Da kann ich nämlich zur Schnellreise machen, ich Idiot. So, Schnellreise ins Grenzland. Wie ich am Anfang immer gesagt habe, habe ich, glaube ich, Greaseland gesagt. Das ist irgendwie Griechenland. Greece, wie Griechenland. Ja, oh yeah, Tobi jetzt drauf, mein Gott. Ja, wie schön, wir sehen echt gut aus in dieser merkwürdigen Montur. Wir haben ja auch dieses hammergeile Schwert, womit wir unnormal viele Kombos machen können. Immer noch unser hammergeiles Tomahawk und eine hammergeile Waffe. Wo ist eigentlich unser Tomahawk? Da ist unser Tomahawk. Ich will mit meinem Tomahawk überall drauf schnitzeln, aber jetzt sind wir erstmal ein wenig in dem Wald drin, würde ich sagen. Oder? Oh, ich habe schon was gehört. Ach, wie süß. Ja, komm mal her. Oh, du bist wohl aus dem Nichts gekommen. Nicht schlecht, nicht... Ich habe was Böses gehört. Es hat gegrummelt. Gegrummelt und getummelt. Das gefällt mir nicht. Ach, da können wir auch wieder Schnellreise hin machen. Ach, Siedlung, Schnellreise. Super. Ich weiß gar nicht, was sollen wir da eigentlich? Ich habe ganz vergessen, was wir da machen sollten, weil in der letzten Mission haben wir, glaube ich, den Tee verbrannt. Und jetzt müssen wir, glaube ich, nach Davenport. Okay, das habe ich auf jeden Fall schon mal rausgefunden. Ich nehme mal kurz ein kleines Schlückchen. So, bin wieder da. Es ist ja immer ganz nützlich, einen feuchten Mund beim Let's Playen zu haben. Weil wenn man einen trockenen Mund hat, dann macht es ein... Dann funktioniert das alles nicht. Okay, wir haben eindeutig unser Kopf abgenommen. Ach, das ist das. Stimmt ja, ich vergaß. Ich vergaß wirklich. Hui, springen. Boah, die ist hammergeil. Die. Alter, wir haben uns da so eine richtig hammergeile Montur geholt. Kommen wir da auch ganz schnell hin? Vielleicht? Vielleicht? Markierung setzen, super. Was hilft mir Markierung setzen, wenn ich eigentlich gar keine Markierung setzen will, sondern ich eigentlich eher laufen will? Ach egal, wir laufen einfach ein wenig hier über die Bäume, beziehungsweise hier durch das geile Gestrüpp. Was gibt's denn hier Feines? Hier gibt's theoretisch gar nichts, oder? Doch, ein bisschen was. Hm. Naja, okay, ist ja auch relativ egal. L.A., da ist bestimmt nach L.A., Los Angeles in Amerika. Ja, Amerika gleich Superstar, wo ich... Ich weiß nicht, ich finde die Deutschen cooler. Die haben zwar nicht so ein lockeres Temperament, aber irgendwie, ja. Aber auf jeden Fall hören wir hier so nah. Wie geht's dir? Ach, wie schön, es freut. Okay,
Okay. Also sie freut mich an einem so schönen Tag wie heute, mich zu sehen. DI steht für Diesel. Diesel aus der... Okay, im Erdreich gibt es kein Diesel. Nee, gibt es eindeutig nicht. Glaube ich nicht. Hoffe ich zumindest. Okay, das wäre richtig krank, wenn man Diesel aus dem Erdreich ziehen könnte. Dann wäre ja Diesel eigentlich total günstig. Mein Gott, ich laufe jetzt quer. Nicht, dass uns hier jetzt noch irgendwas begegnet, aber egal. Ich habe jetzt eh... Oh, cool. Ich will eigentlich mal Tomahawk. Tomahawk, Tomahawk, wo bist du? Das Tomahawk ist die 4. Ist das wirklich die 4? Tomahawk? Nee, Tomahawk ist die 3. Genau. Schön. Aber ich will dann auch wieder mein... Nee, das will ich nicht. Nein, das will ich nicht. Ich will meinen... Da, mein... Genau, die Wurfpfeile. Die sind nämlich hammergeil. Ich finde, es gibt nichts Besseres. Hui, hui. Ja, haben wir das cool gemacht. Unsere Beine da eiskalt so total elegant rüber geschwungen. So muss das funktionieren. So muss das sein. Ach, okay, der riecht an dem Pferdepo. Wenn es ihm Spaß macht, warum nicht? Ich tue ihm keinen Zwang an. Aber wenn... Ich würde es nicht... Lol. Was ist das für... Guckt euch das mal an. Hier der Spaten. Ist hier. Und dann ist er zugleich da. Okay. Eindeutig Zombie. Eindeutig Zombie, bin ich ganz ehrlich für. So, jetzt hören wir uns mal das Geschwafel von dem Alten an. Oh, es ist eine schöne Skyline. Es ist getan. Johnson ist tot? Nein. Er verschwand, als der Tee vernichtet war. Nur um neue Pläne zu schmieden, ganz sicher. Du hättest ihn töten sollen. Das war nicht nötig. Die Zeit wird zeigen, ob du recht hast. Ah, 6 Monate später. Rodon Hagedum! Kanindoko, was machst du hier? Ist etwas geschehen? William Johnson kam zurück, mit genug Geld, um unser Land zu kaufen. Er trifft sich gerade mit den Ältesten. Ich flehte sie an, abzulehnen. Doch ich fürchte, er wird Erfolg haben, wenn du nicht einschreitest. Ist das möglich? Der Tee wurde vernichtet. Die Templer waren schon immer so erfinderisch. Du hättest auf mich hören sollen. Bitte, du musst ihn aufhalten. Das werde ich. Weißt du, wo sie sich treffen? Okay, Leute, also, so wie es aussieht, wurden wir eiskalt hintergangen von dem Johnson, den wir einst so liebevoll behandelt haben. Aber jetzt hat er wohl nichts anderes verdient, als einmal so einen richtig deftigen Arschtritt zu bekommen, weil er uns elendig verraten hat und wir gedacht haben, dass er uns eigentlich nichts mehr antun kann und unser Land auf keinen Fall will. Und, ja. Merkwürdig. Ich weiß zwar nicht, wie die Templer das dann hingekriegt haben, aber irgendwie ist es ja wohl doch hingekriegt, beziehungsweise doch hat es geklappt. Das war eigentlich ein bisschen tricky, also bin ich echt traurig. Jumm, Connor rennt durch die Gegend. Lol? Warum kann ich hier nirgendwo hin? Ins Grenzland. Da müssen wir zu uns ins Dorf. Schätze ich mal. Bis zu den Ältesten. Weil die Frage ist ja, hä? Wie ist das ein Bug, oder? Willst du mich verarschen? Das ist doch voll der Bug. Alter. Wie kann das denn sein? Grenzland. Schnellreise, ich bin noch im Grenzland. So, jetzt renne ich hier nochmal raus. Jetzt renne ich da wieder rein. So, dann müssen wir nämlich dahin. Der Norden ist da hinten und das interessiert mich nicht. So, ins Grenzland. Und jetzt müssen wir eigentlich zu unseren Freunden gehen. Ist das merkwürdig? Also ich finde es echt merkwürdig. Es ist vor allem total mysteriös. Ach, jetzt funktioniert es auf einmal. Jetzt funktioniert es. Assassin's Creed 3 und keine Bugs. Jojo. Also Ubisoft, wenn ich euch mal in die Finger kriege, dann... Ihr wollt mir gerade mein Lieblingsspiel versauen. Das ist... Also... Das ist eine Frechheit. Laufpferd. Laufpferd. Ich will dir nicht wehtun, aber du sollst sprinten. Weil du es kannst, Pferdchen. Komm, Pferdchen. Du kannst das schneller. So, yay. Oh mein Gott, wir werden fast in den Abgrund rein. Hör auf zu wehren. Ich möchte, dass du so richtig... Okay, ich höre auf dich zu treten. So, dann gehen wir einfach mal durchs Grasland. So richtig schön. Fein. Ohne Probleme. Spring herunter. Oh ja, yeah, okay, wir sind gebuggt. Ich glaube, ich lasse das ab. Ich wollte eigentlich absitzen. Okay. So. Wo ist unsere Mission? Da ist unsere Mission. Hauptmission. Bin ich ja gar nicht mehr so weit weg.
Das gefällt mir. Da hat wieder irgendwas gebingst. Achso, stimmt ja, das ist ja da unten drin in dem Gemülsch. Müssen wir erstmal ab ins Gemülsch. Wir sind ja ein heimlicher Jäger in den Tiefen der Weiten. So, okay. Also, jetzt müssen wir dahin ohne. Lol. So, wo ist denn unser Ziel? Unser Ziel ist da. Dann können wir eigentlich wieder zurückreiten, oder? Wenn wir jetzt da reinspringen, dann. Ui. Oh nein, da hinten sind zwei Bären. Ich habe keinen Bock auf zwei Bären. Hörst du bitte auf, mich anzugucken? Ich bin ein total uninteressanter Mensch. Guck, hör auf, mich anzugucken. Nicht gucken, Dicker. Ich bin ganz unauffällig. Von diesen blöden Bären. Ich habe keinen Bock, gegen irgendeinen Bär zu kämpfen. Die machen mir nur wieder Aua, Aua. Dann muss ich wieder auf Klo und dann ist das auch nicht gut. Okay, eigentlich muss ich nicht auf Klo, sondern ich muss mir dann so eine Binde oder so eine Spritze wie bei Far Cry 3 in den Arm setzen, damit ich wieder total hip bin. Aber, naja, davon mal abgesehen. Also, wie es aussieht, kann man hier drum rennen. Ach, okay, wir müssen da oben drauf. Was wollen wir denn da oben drauf? Ich habe das gar nicht mehr in Erinnerung, wo ich das auf der PS3 durchgezockt habe. Naja, okay, das ist auch so lange her und ich ziehe mich ja eigentlich auch relativ lange mit diesem Gameplay hier. Bin ich ja auch ganz ehrlich. Ich habe das Gefühl, wir müssen da hoch. Aber das Problem ist, dass gleich hinter uns die Bären sind. Und mit den Bären, obwohl da kommen wir hoch, da ist eine schöne Kante. Da geht der Tobi einfach mal hoch und sprintet. So, komm schon, Connor, du kannst. Lol. Okay, es ist schön gemacht, aber wiederum rutscht er die ganze Zeit am Stein ab. Spring, Connor, spring. Spring, wie du noch nie gesprungen bist. Oh yeah, wo treffen wir uns denn jetzt? Sind wir gleich in dem Dorf, oder? Das ist irgendwie ein wenig mysteriös. Ach nein, da ist unser Freund. Wir sind Rakadedon. Verhandlungen mit dem Feind. Das hört sich ja mal sehr mysteriös an. Okay. Warte hier. Hoho, okay, der Typ hat uns jetzt gesagt, dass wir da auf die andere Seite müssen. Und zwar unbemerkt. Johnson unbemerkt erreichen. Ach, das ist die Kacke. Ja, das ist cool, aber dafür müssen wir. Nee, nicht das. Gehen wir wieder weg. Wir brauchen unser Stäbchen, damit wir sie auf den Boden bezwingen können. So genau so brauchen wir das. Okay. Jetzt wird's mysteriös, ob ich das schaffe. Aber ich denke, ich hoffe mal nicht, dass wir wieder direkt am Anfang failen, aber eigentlich. Ih, was war das? Was war das? Das sah aus wie eine Eule. Okay, es war keine Eule. Es war noch nicht mal ein Vögelchen. Es war einfach nur die. Warum komme ich da nicht rein? Warum? Warum? Ich will nicht durchs Wasser. Was ist das denn für ein Scheiß? Hier komme ich ja noch. Was ist das? Ui, aua. Yay. Hehe, wir haben es geschafft. Ja, mal geil. Nee. Wow. Wow. Wow, yo. Okay. Jetzt muss ich hier so blöde Kombis machen. Aber will ich dem Bären gar nichts. Manu, ich will ihn nicht töten. Ich habe ihn lieb. Aua, der will uns töten. Ah, okay. Oder nee, wir haben eher ihn getötet, oder? Ein Bär mit einer versteckten Klinge töten. Haben wir gemacht. Jetzt müssen wir ihn erstmal häuten. Schlitz das Ding rein. Oh, okay. Der ist einfach mal. Ja, klar. Okay. Kein Ding, kein Thema. Freut mich. So, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder volle Leben. Und uns hat dieser merkwürdige Bär angegriffen. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass hier auch noch der zweite irgendwo rumhaust. So, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir richtig schön aufpassen. Jetzt machen wir das alles hier mit Tobis Skill. Noch 1600, ich habe schon gedacht. Ui, 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 ui. Wie kommen wir denn da hoch? Gar nicht, oder? Doch. Wir müssen hier so ganz typisch und niveauvoll. Ich hab doch und egal. Ich finde es lustig, wenn die so auf die Fresse fallen. Hallo, guck mal, ich bin hier hinten. Komm, Putti. Komm hierher. Ich klatsche hier auf den Boden. Komm. Ah, cool. Auf die Knie, du Hund. Komm zu mir. So muss das funktionieren. So. So machen wir. Okay. Eigentlich ist es ja nicht ganz so unauffällig, aber wenn hier die ganze Zeit so einer vor uns auf die Boden geht,
Nee, wir müssen jetzt so ein bisschen aufpassen, dass wir den hier auch von hinten so richtig schön erstmal auf den Boden ziehen. Ah, genau. So bemerkt man uns auch nicht, wenn ich das festhalte. Ah, vielleicht kann ich den so ersticken. Oh, yeah. Hehe, so. Haben wir toll gemacht. So, und jetzt gehen wir hier mysteriös hier den kleinen süßen Berg hoch. So, ab hier hoch durchs Gestrüpp. Im Gestrüpp verstecken. Ins nächste Gestrüpp. Nächstes Gestrüpp. Und nochmal nächstes Gestrüpp. Ich mag Gestrüppe. Gestrüppe sind was Tolles. Hallo, ist hier einer? Habt ihr mich lieb? Ich will nur mit euch spielen. Boah, yo, da ist einer. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Ich weiß nicht, ob das hier auch einer ist, aber ich würde echt gern wissen, wo hier derjenige ist. Ach, guckt ihr gerade? Nö. So, jetzt müssen wir weiter rennen. Sprinte, Dicker. Sprinte. Versteck dich, versteck dich. Versteck dich, komm. Versteck dich, versteck dich, versteck dich. Ach, Mann, oh. Eigentlich wollte ich das nicht. So, ich töte ihn. Komm, Schlitz. Bäm. So, schön. Weg eliminiert. So muss das sein. So. Wir müssen zu Ray William Johnson, ohne bemerkt zu werden. Eigentlich müssen wir den sprechen. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Ich bin hinterm Baum, ich bin hinterm Baum. Wir sind auf jeden Fall nicht mehr gesucht. Okay, doch, eigentlich sind wir schon noch gesucht. Aber wir werden nicht mehr so schnell gesehen. Hui, der Typ hat uns natürlich nicht gesehen. Weil ich ein viel zu guter Boss dafür bin. Warum siehst du mich, Dicker? Ja, natürlich bin ich weg. Komm mal her. Du da. Halt. Ich verstecke mich jetzt hier im Busch. Der Tobi im Busch-Time. Der Busch-Busch. So, jetzt müssen wir hier hochrennen. Dann sind wir nämlich auf den Bäumen und dann sind wir etwas un... Fuck! Warum bist du so blöd und springst da runter, du blöder Connor? Jetzt mal ganz ehrlich. Du bist blöd wie Bohnenstroh. Nur weil ich gesagt habe, dass du da nicht hin sollst. So, ab hier hoch. Land, das nicht dir gehört oder sonst jemand. So. Ui. Warum kommen die denn so nah an uns? Wir sind uns der Expedition, die dein Volk ins Ausschiff bewusst. Ich höre auf jeden Fall schon mal was und ich würde auch viel lieber, dass der Typ einfach mal hier hinkommt. Das ist cool. Ich will jetzt eigentlich mein Seil wieder haben. Ja, ob das für den großen Betrüger entlang. Das ist ein Fehler, wir sollen unterzeichnen. Komm mal wieder, komm, Pudi, Pudi, Pudi. Ich laufe mit dir hier hoch. Komm. Yay. Komm. Hängen wir den nächsten auf. Yay. Wie cool. So kann man die ganzen Profis hier so ein bisschen hart fett ausnocken. Nicht schlecht. Also ich habe echt gedacht, dass dieses Ding weniger kann. Aber wenn das so professionell ist. Ui, mitten auf dem Weg ist nicht gut. Ist gar nicht gut. Ich will gerade im Moment gerne echt einen sehen. Ich weiß, dass hier über mir einer ist. Wir müssen hier noch einmal im Pott. Noch einmal um den Pott drum. Wow, ich wollte dieses Vieh. Ich habe gedacht, das will mich töten. Es ist lustig, die Teile so umzubringen. Also die Menschen so umzubringen. Das sind ja keine Teile. Das macht eigentlich richtig Spaß, weil das Problem ist, die sehen mich nicht. Okay, doch, die sehen mich aber. Ach, wie süß. Auf die Knie. So. Jetzt haben wir den noch mysteriös und ruhig und ohne. Die sehen mich, die sehen mich. Die kann ich auch nicht gleichzeitig ausnocken. Scheiß, die wandern. Egal. Vielleicht können wir hier so ein bisschen hier drum schleichen. Ja, genau. Wir können davon schleichen. Perfekt. Perfetto. Ist hier irgendwas? My way ist ja eigentlich. Wie sollen wir den denn unbemerkt bemerken? Wir müssen da oben auf das Dach drauf, schätze ich mal. Ja, genau. Wie kommen wir da am besten drauf? Indem wir über Bäume klettern. Wie kommen wir am besten auf die Bäume?
Indem wir hinten rumlaufen. Okay, da sind die anderen Spaten. Die sehen mich jetzt hoffentlich mal nicht. Jetzt laufen wir einfach mal ganz, ganz unauffällig hier durch die ganze Gegend. Ah, cool, ich bin schon in der Nähe. Friede, Friede. War ich nicht immer euer Fürsprecher? Habe ich nicht immer versucht, euch zu beschützen? Wenn du uns schützen willst, dann gib uns Waffen, Musketen und Pferde, um uns selbst zu verteidigen. Krieg ist keine Lösung. Was ist mit Fort Stanwix? Was mit den Grenzverschiebungen? Sogar heute graben deine Leute das Land um, ohne Respekt für die, die darauf leben. Deine Worte sind süß, aber falsch. Wir kamen nicht, um zu verhandeln, zu feilschen. Wir kamen, um dich und euch des Landes zu verweisen. So sei es. Ich bot euch einen Olivenzweig, doch ihr schlugt ihn mir aus der Hand. Vielleicht hört ihr doch lieber auf das Schwert. Willst du uns drohen? Dumme Frage. Ja. Okay, wir dürfen nur ein indianisches... Wow, yo. Fuck. Scheiße. Okay, das wollte ich eigentlich nicht. Ruf deinen Hund zurück oder alle sterben. Oh yeah, wir haben so viel Stil. So, Schlitz. Haben wir schon mal wegeliminiert. So, die machen auch noch schnell weg. So, lass mich. So, mein Gott. Ihr seid so blöd, ihr kleinen Wichser. So, stirb, Dicker. Ah, wow, yo. Ich hasse es ja. Boah, boah, das ist so nett. Jetzt, jetzt, jetzt. Alter, ich glaube, wir sollten unser Schwert benutzen. Ich brauche mein Schwert, ich brauche mein Schwert, ich brauche mein Schwert. Ich brauche mein Schwert, ich brauche mein Schwert, ich brauche mein Schwert. So, mein Schwert. Alter. Nicht schlecht. Okay, den Typ... Aua, warum hat er mich gehauen? Okay, dann können wir das mindestens noch einmal neu machen. Ich weiß, dass der Part diesmal wenig länger wird, aber das liegt daran einfach, dass ich einfach maßlos gefailt habe. So. Limit für indianische Opfer. Alter. Wie soll ich denn jetzt hier rauskommen? Wenn die ganze Zeit durch die Gegend laufen, das geht doch gar nicht. So. Hier muss ich einen Typen töten. Und zwar geheimnisvoll. Okay, dann muss ich hier jetzt wohl hier lang. Spring mal. Spring, komm, spring, 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 spring. Warum denn? Warum? Jetzt komme ich wieder von oben. Und dann... Ah, wolltest wohl einen der Deinen gegen mich aus... Ha, so muss das sein. Jetzt haben wir den einfach ganz stilvoll so abgestochen. Schön, so muss das funktionieren, Leute. Oh nein. Was hast du getan? Dich umgebracht. Deine Intrigen durchkreuzt. Du wolltest dieses Land für die Templer gewinnen. Ei, um es zu beschützen. Glaubst du, der gute König George liegt des Nachts wach aus Sorge um das Wohl seiner eingeborenen Untertanen? Oder dass die Stadtbewohner sich einen Dreck um sie scheren? Ach, sicher. Die Kolonisten treiben gerne Handel, wenn sie Nahrung oder Obdach brauchen. Oder wenn sie ihr Heer vergrößern wollen. Aber wenn die Mauern der Städte wachsen, wenn neues Ackerland gebraucht wird, wenn es keinen Feind mehr gibt, werden wir sehen, wie sie wirklich sind. Die Kolonisten streiten nicht mit den Irokesen. Noch nicht. Aber sie werden. Das ist der Lauf der Welt. Sie werden sich abwenden. Oh yeah. Ich hätte sie stoppen können. Ich hätte euch alle retten können. Du sprichst von Rettung und doch hast du sie ermordet. Ei, weil sie nicht auf mich hören wollten. Und es scheint, du willst es auch nicht. Ehre, wem Ehre gebührt. Möge der Gesichtslose dir den Frieden geben, den du vorgabst zu suchen. Eine sehr intelligente Worte von Connor.
Oh yeah, richtig cool, wie wir uns hier alles wieder zurecht machen und die Schätze. Damit sind wir auch schon wieder in der nächsten Sequenz, weil wenn hier alles so slow-mo ist. Oder? Doch nicht slow-mo. Der Zone entkommen und anonym werden, kein Thema. Sowas kann ich am besten. Einfach raus und gleich ab ins Wasser. Schätze ich mal. Ist meistens das Einfache. Zumindest das Einfachste. So, hier hinter müsste eigentlich... Ach na super, jetzt kann ich auch noch hier den scheiß Berg hochlaufen. Wenn ich aus der Zone raus bin und ich anonym bin, ich schwöre euch, dann stoppe ich diesen Part. Aber das dauert halt noch ein bisschen. Jedenfalls auch ein kleines wenig. So. Verhandlungen mit dem Feind. Oh, ist das cool, wie wir da drin stehen. T ist was für Engländer. Fortschritt. Hehehehe. Wir haben gar nichts geschafft. Ah, cool. Ich habe 20 Uplay-Punkte dazu bekommen. Ist das nicht hammergeil? Und neue Mehrspieler. Ah, Erinnerung synchronisiert. Sequenz 6 beendet. Wie mystisch und episch das nun ist. Ich liebe Assassin's Creed dafür. Assassin's Creed ist einfach hammergeil. William Johnson ist tot. Und mit ihm auch der Templarplan, das Land meines Volkes zu stehlen. Doch mit dem Ende dieser Gefahr deckte ich eine neue auf. Er trug einen Brief bei sich, adressiert an John Pitcairn, mit dem Befehl, die Waffen und Vorräte der Patrioten zu vernichten. Sollte er erfolgreich sein, werden die Kolonisten ihren Widerstand aufgeben müssen und die Templer erlangen die Kontrolle. Solange Pitcairn lebt, besteht diese Gefahr. Ich muss ihn finden. Er muss sterben. Ich dachte, das bringt mir Klarheit oder das Gefühl, etwas vollbracht zu haben, doch ich verspüre nur Reue. Halt dich daran fest. Solche Opfer dürfen dir niemals leicht fallen. Ich musste es tun. Nicht nur für mein Volk, auch für alle anderen, denen Johnson Leid zugefügt hätte. Es ist ein Anfang. Doch um ganz frei vom Templer-Einfluss zu sein, wirst du dich um sie alle kümmern müssen. Auch um deinen Vater. Ich weiß. Das sagst du so. Aber glaubst du auch daran? Wir bekommen Gesellschaft. Oh yeah. Da gucken, wer mit uns verhandeln will. Was ist es? Eine Bitte um Hilfe von Paul Revere. Die Rotröcke scheinen was zu planen in Boston. Du hast die Söhne der Freiheit wohl sehr beeindruckt. Cool. Sie halten mich irrtümlich für einen von ihnen. Bitte sagt Mr. Revere, dass es mir sehr leid tut. Ich aber zurzeit nicht helfen kann. Du solltest das überdenken. John Pitcairns Name wird auch erwähnt. Wo soll ich denn hin? Das Haus von Mr. Revere in Boston. Wenn ihr wollt, so... Oh yeah. So, Leute. Ah, endlich haben wir es geschafft, das ganze Laberlei und sowas. Naja, Leute, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und dass ihr eingeschaltet habt und vielleicht auch bis hierhin durchgehalten habt. Wenn ja, lasst mir doch vielleicht ein Däumchen hoch. Ein Däumchen da hoch oder runter, das ist mir eigentlich relativ egal. Hauptsache, es kommt wirklich von eurem Herz und es gefällt euch. Und ja, ich würde da mal sagen, schaltet demnächst bitte wieder ein, wenn es wieder heißt, Tobi zockt Assassin's Creed 3 von GOP, beziehungsweise Tobi von GOP zockt Assassin's Creed 3. Bis dann und ciao, wow, wow. Tschüss.